Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum heutigen Livestream zum Thema Digitale Trends 2023. Freut mich, dass ihr heute alle hier seid und dabei seid und uns live aus dem Studio hier in der Binz mitverfolgt. Wir haben sehr viele spannende Themen, die wir heute mitgenommen haben und vor allem auch spannende Gäste, die möchte ich kurz einführen, bevor wir starten. Heute bei mir im Studio Professor Dr. Evangelos Xevelonakis. Ich muss das immer wieder mal üben, Evangelos. Hallo, herzlich willkommen. Er selber ist ja, Professor und Doktor an der HWZ, Leiter des Centers für Data Science and Technology und gleichzeitig auch Unternehmer und, ich sage jetzt mal, Unternehmensberatung Swiss ValueNet, wo du dann dein theoretisches Wissen auch in die Praxis umsetzt. Herzlich willkommen, Evangelos. Dann Egon Steinkasser, Chief Technology Officer bei Swisscom B2B. Egon, ich hätte jetzt fast gesagt, ein Urgestein des Swisscom. Wir waren letztes Jahr ja auch schon in diesem Trend-Livestream zusammen. Du schlägst so ein bisschen die Brücke zwischen Technologie, Telco und digitalen Innovationen und bin auch gespannt, heute deine Ausführungen zu einem deiner Schwerpunkte Security zu hören. Und dann auch last but not least Patrick Minder. Hallo Patrick, Head of Platforms and Applications seit 2021, glaube ich, also noch relativ frisch bei Swisscom. Seines Zeichens aber ursprünglich auch Unternehmer und mit einem sehr, sehr breiten Wissen im Kontext der ja, Digital- und Technologiekompetenz. Eine illustre Runde, würde ich sagen. Es freut mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Jetzt für Sie, liebe Gäste, was schauen wir heute konkret an? Wir lernen die Trends und die Entwicklungen so für das 2023 ein bisschen kennen und versuchen die auch einzuordnen und gucken, was ist denn das Zukunftspotenzial. Wir schauen auch Innovationen ein bisschen an und diskutieren die heute zusammen. Für Sie ist ganz, ganz wichtig, wenn Sie dabei sind live, Sie können jederzeit Fragen stellen. Die Fragen werden wir am Schluss in einem FAQ einblenden und entsprechend auch dann in dieser Runde beantworten, wenn wir das können. Aber ich gehe davon aus, das sollte eigentlich kein Problem sein. Also tun Sie sich keinen Zwang an und kommentieren Sie. Sie finden unter dem Livestream entsprechend die Kommentar- bzw. Chatbox, wo Sie dann Ihre Fragen stellen können. Genau, so viel zur Einleitung. Ich glaube, heutiges Thema, super spannend, die Bedeutung der digitalen Transformation. Wenn wir so ein bisschen zurückschauen, die letzten 2-3 Jahren kann man durchaus sagen, dass die digitale Transformation und auch der Begriff Digitalisierung ja eine besondere Noten bekommen hat. Es gibt globale Veränderungen, schöne wie auch unschöne, die Stellen, die erprobten und eingestammten quasi Abläufe sowohl national, aber auch auf globalem Parkett ein bisschen auf den Kopf. Geschäftsprozesse werden neu gedacht, Unternehmen werden auf die harte Probe gestellt, aber auch nicht zuletzt aufgrund der steigenden Energiepreise und entsprechend auch der regulatorischen Veränderungen, die es gibt, werden Unternehmen gezwungen, so ihre Bemühungen im Kontext Digitalisierung stärker voranzutreiben und noch ein bisschen mehr Fokus darauf zu legen. Ich würde mal sagen, Digitalisierung, auch wenn es vielleicht manchmal wie ein Unwort daherkommt, ist wichtiger denn je. Ich schaue zu dir, Evangelos, du forschst ja in diesem Bereich auch sehr, sehr stark. So dieses Thema Digitalisierung hat nicht an Bedeutung verloren, auch nicht in den letzten Jahren. Warum glaubst du, ist Digitalisierung auch heute noch extrem, extrem wichtig? Und was hat sich vielleicht in den letzten 2-3 Jahren verändert im Vergleich zu den übrigen Jahren? Ich glaube, du hast das auch gesagt. Das Thema Kosteneffizienz spielt heute wirklich eine Rolle im Rahmen der steigenden Energiepreisen. Da muss man halt effizienter schaffen. Und die Unternehmen offensichtlich haben das erkannt, dass eben digitale Prozesse effizienter laufen. Man kann ja automatisieren, nicht wahr? Mhm. Die Prozesse automatisieren, man kann Agilität schaffen, also die Mitarbeiter entlasten grundsätzlich also von den täglichen Arbeiten, Innovation betreiben, bessere Service schaffen. Und das kann man ja eigentlich mit Digitalisierung sehr gut tun. Also Digitalisierung nicht nur ein Schlagwort, sondern tatsächlich auch etwas, was Unternehmen konkret angehen können. Wir haben ja dazu eigens mit der Unternehmensberatung bzw. mit dem Marktforschungsunternehmen PAC eine Studie lanciert und diese publiziert. Darin werden 5
Trends identifiziert. Wir werden diese Trends, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gleich einblenden. Ich bin gespannt. Sie können auch gerne da entsprechend einordnen und diesen QR-Code verwenden, um entsprechend die Frage zu beantworten. Was glauben Sie denn, welche dieser Trends, die wir gleich einblenden, für Sie oder für Ihr Unternehmen relevant ist? Wir haben auf der einen Seite das Thema Data Management und Data, darauf werden wir zu sprechen kommen. Das Thema Nachhaltigkeit, ein ganz wichtiges Thema. Das Thema Hyperautomatisierung, du hast jetzt eben genau die Effizienz und die Automatisierung erwähnt. Und auch entsprechend das Thema Security. Und wir werden so ein bisschen auch in Richtung Zukunft schauen und das Thema Metaverse ein bisschen durchleuchten und mal gucken, wie wichtig ist das eigentlich tatsächlich für Unternehmen. Ich bitte die Regie entsprechend, die Fragen kurz einzublenden, damit man mit Slido darauf reagieren kann. So, wir sehen jetzt, glaube ich, dieses Slide. Ich bin gespannt, was glaubt ihr, Egon, Patrick, Evangelos, was ist so der Top-Reiter? Security. Security, ja. Patrick? Ich denke, Security und Data Management sind sicherlich die beiden Themen, die aktuell sehr vordringlich sind und die Schweizer Unternehmen auch in den letzten Jahren schon sehr beschäftigt haben, aber auch noch ein paar Jahre beschäftigen werden. Ja. Das Thema Nachhaltigkeit, wie schätzt ihr das ein im Sinne der Wichtigkeit? Es ist sicherlich extrem wichtig. Leider nicht immer haben alle die gleiche Sicht darauf, weil die Wirtschaftlichkeit nicht immer gesehen wird, aber wir sind überzeugt, dass man die beiden Aspekte gut verbinden kann. Ich höre jetzt gerade von der Regie, die Antworten sind final. Und tatsächlich, Egon, 5 Punkte für dich. Security an erster Stelle auf Basis der Antworten unserer Zuschauer und Data Management tatsächlich an zweiter Stelle. Aber man sieht hier auch, der Unterschied ist nicht so groß. Entsprechend sind das wirklich auch die Themen, wie es Patrick vorhin erwähnt hat, die unsere Zuschauerinnen und Zuschauer oder auch die Unternehmen da draußen tatsächlich beschäftigen. Die Studie, wie gesagt, die ich erwähnt habe, die blenden wir Ihnen gerne auch noch ein, direkt in den Stream. Sie können entsprechend kostenlos diese Studie runterladen und die Details bzw. sich da gerne vertiefen und entsprechend auch die Beantwortung der Fragen vielleicht nochmals nachgucken und schauen, ob Sie da wirklich richtig gelegen haben mit Ihrer Meinung. Jetzt, wenn wir von Digitalisierung sprechen, Evangelos, dann ist so das Thema Daten, wie wir hier sehen, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber auch das Thema Datenmanagement. Und das ist jetzt bestimmt, ich würde jetzt mal sagen, im Kontext der Digitalisierung ein Kernelement. Aber es ist auch kein neues Thema. Es ist nicht eine neue Aufgabe, die gibt es auch schon länger. Was glaubst du, wo hapert es denn oder wo stocken Unternehmen so ein bisschen auf dem Weg hin zu einem datengetriebenen Unternehmen? So dieses Stichwort Data-Driven Companies, was braucht es denn dazu, damit wir noch mehr in die Richtung gehen können? Wie du sagst, Datenmanagement bleibt ein wichtiges Thema. Daten sind ja Produkte von Prozessen. Also wenn man vermehrt digitalisiert, da werden ja Daten entsprechend generiert. Es ist ja so, dass auch der Anteil der unstrukturierten Daten innerhalb der Unternehmen, also Bilder, Texte, Videos und so weiter und so fort eben zugenommen haben. Das ist eine Herausforderung für die Unternehmen, vor allem wenn es darum geht, strukturierten und unstrukturierten Daten zusammenzuführen. Also Integration spielt hier so eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also das exponentielle Wachstum eben der Daten ist und bleibt eben eine Herausforderung. Die Frage ist, wie kann man als Unternehmung eben diese Daten managen? Skalierbarkeit spielt eine wichtige Rolle, also diese Cloud-Technologie wird vermehrt jetzt mal eingesetzt, um diese Flexibilität, diese Skalierbarkeit und die Effizienz entsprechend zu schaffen. Aber auch eben Technologien wie jetzt AI und Machine Learning spielen offensichtlich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das basiert jetzt halt auf Daten. Man muss schauen, dass die Daten stimmen, dass die Daten integriert werden. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Sachen, die man dazu führen, dass Data Management nach wie vor
ein Dauerthema, ein Trend ist. Ja? Trendthema. Wie schätzt ihr das so ein? Also das Thema Datenmenge und eben dieses exponentielle Wachstum und Skalierung hört man ja oft auch jetzt nicht erst seit gestern. Gibt es da irgendwelche technologischen Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass tatsächlich eben plötzlich Unmengen von Daten zu handeln sind und vielleicht Unternehmen sich auch fragen, hey, wie bewältige ich das eigentlich? Also ich glaube, das Datenwachstum, das ist ein großes Thema. Wenn wir aber die Realität von Schweizer Unternehmen und oder insbesondere KMUs anschauen, dann sind die Probleme oftmals noch sehr viel trivialer. Ich glaube, was wir alle wollen, ist, dass unsere Mitarbeitenden möglichst datengestützte Entscheidungen treffen oder Prozesse steuern. Nicht aus dem Bauch heraus. Ganz genau. Historisch betrachtet wurden aber genau Datensysteme, sei es BI-Tools, immer sehr stark im Silo entwickelt. Eines für Finance, eines für Sales. Das Ganze wurde nicht miteinander verlinkt. Und ich glaube, das ist die erste große Herausforderung, dass man einmal beginnt, diese Silos entsprechend auch aufzubrechen, Daten entsprechend auch zusammenzubringen, dass sie dann auch von den Mitarbeitern genutzt werden können. Und das zweite Thema ist, noch vor ein paar Jahren brauchte man dann immer noch einen SQL-Entwickler, der die Query schreibt, damit man seine Auswertung bekommt. Ich glaube auch die Verfügbarkeit von Tools wie Power BI oder andere helfen auch den Zugang zu den Daten entsprechend zu vereinfachen. Datenwachstum ist sicherlich für einen Teil der Unternehmen in der Schweiz ein großes Thema, aber sicherlich nicht das vordringlichste. Beispielsweise für den Schweizer KMU. Du erwähnst jetzt gerade auch ein Thema, den SQL-Entwickler. Ich hatte vorhin in der Vorbereitung kurz ein kleines Gespräch mit dem Egon, wo wir auch über die Verfügbarkeit von entsprechendem Know-how gesprochen haben. Egon, wie schätzt du ein, wie wichtig ist denn genau dieses Thema Data und Know-how in diesem Kontext für Schweizer Unternehmen? Also ich glaube, es gibt zwei Domänen in, sagen wir mal, Software Engineering, wo der War for Talent am markantesten ist. Das ist Security und auf der anderen Seite, man kann es Data Science nennen oder Datenverarbeitung, Machine Learning, Artificial Intelligence, diese beiden Domänen. Ich glaube, dort ist die Nachfrage immer noch am höchsten und ist eine der großen Herausforderungen. Wir haben jetzt zwar die technischen Voraussetzungen, wir können ganz viel Daten erzeugen, wir können ganz viel Daten kostengünstig speichern, wir können ganz viel Daten kostengünstig verarbeiten, aber am Ende des Tages ist da immer noch die Frage, was man damit tut. Und dort braucht es Menschen und Know-how, um dorthin zu kommen. Auch wenn die Tools immer besser werden, wie gerade auch die letzten Wochen ganz stark gezeigt haben. Ein Thema in diesem Kontext, wenn wir von Daten sprechen und vor allem auch, wenn es darum geht, dass es an Bedeutung gewinnt, ist so das Thema datengetriebene Nachhaltigkeit. Vielleicht so ein bisschen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, Evangelos oder Patrick, wo seht ihr denn eigentlich im Kontext der Nachhaltigkeit wirklich die Wichtigkeit von Daten und den größten Nutzen von Daten? Und wie können Daten helfen, eben gewisse Klimaziele oder gewisse Veränderungen oder Regulatoren, die es jetzt entsprechend gibt und die Unternehmen auch dazu zwingen, gewisse Ziele einzuhalten? Wie können da in diesem Kontext Daten helfen? Gut, ich denke, es ist wie üblich bei allen Themen die zwei typischen Dimensionen. Die erste ist einmal zu verstehen, wo generiere ich eigentlich einen Footprint oder einen Handprint? Also wo habe ich Emissionen, die mein Unternehmen in der Produktion, in vorgelagerten Prozessen bei Partner, Lieferanten entsprechend produziert? Und zum anderen dann auch vom Tracking entsprechender Maßnahmen. Oder? Und ich glaube, Datenplattformen werden dort zunehmend an Bedeutung gewinnen. Einerseits, weil es regulatorische Anforderungen gibt, die auf Schweizer Unternehmen zukommen, aber auf der anderen Seite auch, weil sie eben ein wichtiges Werkzeug sind, um Maßnahmen zu planen und dann entsprechend auch deren Umsetzung zu überwachen. Wenn du von Plattformen sprichst, leuchtet bei mir ein Lämpchen auf, im Sinne von auch die Datenhaltung. Schweiz, ist das irgendwo ein Thema, was wir speziell berücksichtigen müssen? Oder ist das etwas, wo du sagst, hey, nee, das ist heute eigentlich so gut gewährleistet über die entsprechenden Hyperscaler oder wie auch immer, welche Lösungen, müssen wir uns gar nicht groß Gedanken dazu machen? Ich meine, die Datenhaltung Schweiz ist immer abhängig natürlich von der Domäne, was man entsprechend verarbeitet und ob es spezifische gesetzliche Vorgaben gibt, wie beispielsweise im Schweizer Gesundheitswesen beim Gesetz über das elektronische Patientendossier, wo ganz klar auch gesetzlich vorgegeben ist, dass Daten in der Schweiz sein müssen und auch nur aus der Schweiz zugegriffen werden können. Wenn wir jetzt spezifisch im Thema Nachhaltigkeit sind, ist Datenhaltung Standort Schweiz sicherlich ein untergelagertes Thema, das nur dann zum Thema werden kann, wenn auch personenbezogene Daten entsprechend verarbeitet werden. Wie siehst du das aus deiner Praxis? Du begleitest ja auch Unternehmen, nehme ich mal an, im Kontext von Data Management. Ist da das Thema
Daten und Datennutzen im Kontext der Nachhaltigkeit? Ist das vorhanden? Ist das da? Ist das bei Unternehmen relevant? Ich glaube schon. Ja, es gibt ja den Druck aus Konsumentensicht, aus Mitarbeitenden-Sicht. Also die Unternehmen müssen also in diesem Bereich handeln. Das ist klar. Es ist ja ein Wettbewerbsfaktor geworden. Das ist es so. Also ziemlich viele Unternehmen versuchen eigentlich das zu tun und eben Digitalisierung und Daten können eigentlich da helfen. Einerseits eben ressourcenschonend die digitale Welt zu gestalten, das ist mal das eine. Und auf der anderen Seite natürlich eben halt schauen, dass die Ressourcen wirklich gut genutzt werden, also zum Beispiel eben, also wenn wir jetzt gerade online hier uns austauschen, dann machen wir doch einen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit und das ist eben der zweite Vorteil von dem. Ja. Okay, auch mit dem Thema Daten verbunden und unweigerlich mit dem Thema Daten verbunden, sogar für mich, der jetzt, sage ich mal, technologisch weit weg ist von diesem Thema, ist die Herzensangelegenheit von Egon, das Thema Security. Ich glaube, wir kommen heute nicht darum herum, wenn wir von Datenmanagement sprechen, auch über das Thema Security zu sprechen, weil ich glaube, das ist in diesem Kontext essentiell. Jetzt, Egon, gibt es da mal High-Level gesprochen, gewisse, sag ich mal, Entwicklungen und Trends in diesem IT-Security-Bereich, wo du sagst, die sind eigentlich jetzt in diesem heutigen Kontext sehr, sehr relevant und die müssen auch Unternehmen vor Augen haben bzw. sich damit beschäftigen. Absolut. Also man kann das auch ganz einfach mit Daten untermauern. Quantität und Qualität der Angriffe in den letzten 24 Monaten haben enorm zugenommen. Mhm. Wir können es entlang von unseren eigenen Daten bei Swisscom nachvollziehen. Wir sind bei Größenordnung 7,5 Millionen Angriffen pro Monat, Wahnsinn, die wir in unserem Security Operations Center sehen. Und umso erschreckender ist, wenn man sich vor Augen hält, dass die allermeisten Schweizer Unternehmen immer noch Security-Konzepte verfolgen, die in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, da war ich noch nicht mal geboren, auf die Welt gekommen sind. Ja, also Perimeter Security ist das, wovon ich spreche. Man kann sich das vorstellen wie die Burg. Innerhalb von dieser Burg vertraut man sich gegenseitig. Das gilt für Computer, das gilt für Daten, das gilt für Menschen, das gilt für Applikationen. Und dieses implizite Vertrauen, was innerhalb dieser Burgmauer existiert, ist einfach von vorvorgestern. Geld für solche Technologien auszugeben, was wie gesagt immer noch die meisten tun, ist alles andere als nachhaltig, um den Begriff aufzugreifen. Und das neue Paradigma, das neue Normal, das heißt Zero Trust, insbesondere Zero Trust Network Access, wo eben dieses implizite Vertrauen per Definition ausgeschlossen wird. Das sollte das neue Normal sein. Und ich wünsche mir sehr, dass 23 und 24 und spätestens 25 ganz viele Schweizer Unternehmen wirklich auf diese Security-Architektur umsteigen, viel besser Geld dafür auszugeben als für Versicherungen, die einfach am Ende doch nicht helfen, wenn noch 4 Wochen das System zwar wieder läuft, aber die Kunden weg sind. Ich komme auf Zero Trust gleich nochmal zu sprechen, Egon, du hast aber vorhin was erwähnt. Ich finde das immer eine unglaublich hohe Zahl, diese 7,5 Millionen Angriffe pro Monat, die wir jetzt bei uns im SOC irgendwie sehen. Hat sich das in den vergangenen 1-2 Jahren massiv verändert oder ist das irgendwie ein stetiges Wachstum, stetiger Trend nach oben? Leider ist die Kurve nochmal steig angestiegen. Ja? Also wir können sagen, dass wir über die Jahre, seit wir diese Zahlen erfassen, das ist ja nicht seit gestern, können wir einen stetigen Zuwachs verzeichnen. Nur, wie steil dieser Zuwachs nach oben gegangen ist, der ist wirklich rapide. Ich kann mich ganz konkret erinnern, weil ich so Slides auch öfter gezeigt habe. Lange hatte ich dort, das ist glaube ich 18 Monate her oder so, noch 4,5 Millionen stehen, bis ich von einem Kollegen hingewiesen wurde, Egon, muss man wieder aktualisieren. Es fluktuiert ein bisschen, ja. Also es ist nicht jeden Monat genau gleich hoch, aber die Kurve ist absolut genauso. Ja. Und in diesem Kontext, Egon, du hast jetzt eben Zero Trust erwähnt und vor allem auch jetzt plakativ zu bleiben, dieses Beispiel mit der Burg, wo sich dann innerhalb der Burgmauern eben niemand mehr vertraut. Mhm. Warum genau heute jetzt eine zentrale und wichtige Rolle beziehungsweise ein richtig wichtiger Paradigmenwechsel? Also der ist eigentlich schon seit Jahrzehnten im Gange. Nur eben jetzt, wo die Awareness so hoch ist, ist natürlich auch die Frage stärker im Raum, wie kann man denn das Problem angehen? Mhm. Und es gibt ganz viele Security-Konzepte.
Nur eben dieses ist so fundamental, so zentral und ich würde mal sagen, ist durchschnittliche Schweizer KMU, die 98% der Schweizer Unternehmen, kleiner 250 Mitarbeitenden, leben noch sehr stark im Film. Ich habe ja Firewall und ich habe dann auch ein bisschen Antivirus oder Endpoint Protection, wie auch immer man es gerade nennt. Und dann glaubt man, weil man ja auch viel Geld ausgibt und mit Partnern zusammenarbeitet, die vermeintlich das Wissen haben, dass alles gut ist. Weit gefehlt. Das ist eigentlich das größte Problem, fehlendes Know-how. Und dort, wie gesagt, dieser Sprung in eine neue Architektur ist der wichtigste Schritt. Der kann von, ich habe so irgendwie 20% der Issues im Griff, auf 70 oder vielleicht 80 führen. Das heißt nicht, dass man damit dann alle Probleme gelöst hat, aber es ist einfach mal das Fundament im Sinne von Pareto. Der große Schritt ist dort zu suchen. Je größer das Unternehmen ist, desto stärker ist dort natürlich auch die Awareness da. Es sind schon viele, Gott sei Dank, dort eingestiegen, aber es sind mit Abstand viel zu wenige. Wir haben vorhin von Data Management gesprochen und auch vom Thema Nachhaltigkeit. In diesem Kontext vielleicht für euch beide, gibt es da einen direkten Zusammenhang mit dem Thema Security? Und wenn ja, wo ist der? Absolut. Also die einfachste Sache ist, wenn man will, ich sage mal, nachhaltig Security betreiben, muss man natürlich ganz tief in die Daten reinschauen, während sie sich bewegen, während sie abgespeichert sind. Und da kann man ganz viele Ressourcen verschwenden, indem man Dinge doppelt und dreifach tut oder an Stellen, wo sie nicht notwendig sind. Nehmen wir allein Videofeeds oder Bilder. Wenn ich alles gleich betrachte, dann macht es wirklich im Sinne von Stromverbrauch, Ressourcenverbrauch, massiven Unterschied. Mhm. Und da kann man natürlich, wenn man auf Managed Services zurückgreift, bei Anbietern, die natürlich das auch etwas in der Breite und professionell tun, ist der Footprint, den wir ökologisch sehen, natürlich auch ganz ein anderer. Ja, spannend. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nochmals schnell der Hinweis für Sie. Sie dürfen jederzeit Fragen in den Chat stellen. Wir werden die Fragen, wie gesagt, anschließend in der FAQ-Runde aufnehmen, entsprechend einblenden und für Sie bearbeiten bzw. beantworten. Schauen wir so ein bisschen in die Zukunft. Wenn wir jetzt diese Trends, die wir vorhin erwähnt haben, so ein bisschen nach vorne schauen, dann springen zwei, auch gemäß unserer Studie, die wir erarbeitet haben, springen zwei so ein bisschen hervor. Das eine ist die Hyperautomatisierung. Du hast vorhin von Effizienzsteigerung gesprochen, die Unternehmen anstreben sollen. Und das andere ist das Metaverse. Jetzt vielleicht mal ganz schnell, Patrick, wenn wir von Hyperautomatisierung, ich habe schon Mühe, das Wort auszusprechen, Hyperautomatisierung sprechen. Was ist denn konkret, kannst du mal kurz erklären, wovon sprechen wir denn da? Vor allem, wenn wir heute jetzt auch im Kontext dessen, was Egon vorhin erwähnt hat, von AI, ChatGPT und solchen Dingen sprechen, hat das mit Hyperautomatisierung zu tun? Kann ein Bestandteil selbstverständlich eines hyperautomatisierten Prozesses de facto werden. Aber ich glaube, im Grundzügen gehen wir eigentlich dorthin, wo wir sagen, lasst uns überall dort Ineffizienzen eliminieren, wo wir das können. Lasst uns überall dort den Arbeitsalltag unserer Mitarbeitenden besser machen, dass sie nicht repetitiv vom Excel 1 zum Excel 2 Daten kopieren müssen, wo es bis hin dahin geht, wo es wirklich auch darum geht, Prozesse besser steuern zu können, die Governance entsprechend auch sicherzustellen. Und dazu gibt es ganz viel Technologie, die vorhanden ist, startet beim ERP über zig Workflows-Tools bis hin zu Chatbots, die man entsprechend an der Kundenschnittstelle einsetzen kann oder Bots, die einem helfen können, eben repetitive Dinge auch zu lösen. Ich glaube, der Kernpunkt ist der, dass wir heute einerseits die Technologie haben und auf der anderen Seite auch eine ökonomische Wahrheit haben, die uns eben auch unter Druck setzt, dass wir es entsprechend auch tun müssen. Mhm. Was ist das? Es ist ein verändertes Kundenverhalten. Es sind Mitarbeitende, die Einfachheit am Arbeitsplatz für sich selber einfordern. Es ist aber primär auch das makroökonomische Umfeld mit Teuerung, Inflation, mit Kriegen auf dieser Welt, die auch uns als Unternehmen dazu bewegen, eben in diese Automatisierung entsprechend auch zu investieren, weil wir sonst schlichtweg nicht mehr konkurrenzfähig sind. Aber wenn ich jetzt die letzten paar Wochen, hatten wir vorhin auch diskutiert in der Runde, wenn ich die letzten paar Wochen anschaue, was sich jetzt da tut, rund um das Thema Technologie, Generative AIs, AI als solches, Chatbots mit ChatGPT oder GPT-4, mit den Announcements, die Google jetzt gemacht hat oder Microsoft im Kontext von Copilot, Ist das ein Thema, womit sich Unternehmen jetzt schon beschäftigen müssen? Weil ich finde es wahnsinnig, wie viel Information und wie viel Neuigkeitswert jetzt plötzlich auf den Markt strömt, weil das finde ich,
relativ schwierig einzuordnen. Was davon ist jetzt tatsächlich etwas, was auch länger bleibt im Kontext dieser Automatisierungsgeschichte und was davon kann ich getrost mal drüber hinwegschauen? Also wenn man in den letzten Wochen schaut, dann ist eine Sache hauptsächlich passiert, die Medienpräsenz dieser Themen hat eine neue Dimension erreicht. Es ist so, dass es mit ganz unterschiedlichen Informationsblasen ganz unterschiedliche Botschaften gibt und man muss das wirklich sauber einordnen. Die Fortschritte sind massiv, die gemacht wurden in den letzten Jahren und gerade auch in den letzten Wochen ist kommunikativ eben viel mit denen passiert. Man darf jetzt nicht den Irrglauben verfallen, dass es jetzt nur noch um Machine Learning und Artificial Intelligence und Generative AI geht, sondern gut bewährte Konzepte, die haben auch nach wie vor ihre Gültigkeit. Man muss vor allem sehen, man braucht genügend Daten. Wenn ich sage, ich will die Verträge, die ich mit Kunden abgeschlossen habe, die als Textdokument vorliegen, nach irgendwelchen Insights durchsuchen, dann ist das nach wie vor eine nicht triviale Aufgabe, trotz Large Language Models und Co. Dort hat man sehr viel False Positives, es gibt Hallucination, es gibt einen ganzen Haufen Effekte, die einfach betriebswirtschaftlich keinen Sinn machen. Nichtsdestoweniger darf man sich auf keinen Fall diesen Technologien verschließen, sondern man muss vollweise beurteilen, welche Effekte man daraus ziehen kann. Und vielleicht, also wenn ich mal etwas da ergänzen darf, das Thema Automatisierung ist das eine. Es gibt auch vorgelagerte Prozesse, das heißt, damit ich überhaupt die Frage beantworten kann, was lässt sich denn überhaupt automatisieren? Es ist ja nicht so, dass ich also alles automatisieren kann. Es gibt Fälle, wo die Automatisierung grundsätzlich versagt. Und in diesem Zusammenhang braucht man eben so Analyseverfahren, zum Beispiel Process Mining, wo man dann einsetzen kann, oder diese Technologie, um die Frage grundsätzlich zu beantworten, was lässt sich denn automatisieren? Weil wenn ich so das Falsche automatisiere innerhalb der Unternehmung, dann vergrößere ich die Ineffizienz an sich. Von dem her, also wir haben jetzt beispielsweise bei uns an der HWZ haben wir so ein Framework entwickelt, bestehend aus Process Mining, Automatisierung und mit eben AI-Komponenten drin. Und ein wichtiges Thema ist effektiv, was lässt sich denn überhaupt automatisieren? Wie kann ich eben aus Daten eben Prozesse rekonstruieren? Wie kann ich Ineffizienzen entsprechend identifizieren und dann allenfalls mal gewisse Sachen optimieren, klar, aber eben dann auch noch automatisieren. Und der Prozess, dieses Framework muss effektiv vollumfänglich eingesetzt werden. Also ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema. Wir sind jetzt, ich gucke so ein bisschen auf die Zeit, wir haben noch einen Trend, den ich gerne durchleuchten möchte in diesem Kontext. Vielleicht kommen wir dann auch hier wieder auf die Automatisierung zu sprechen. Und ich stehe so am Schmunzeln bei den Herren, das Thema Metaverse. Ja, und das wird so ein bisschen, ich sage jetzt mal, kontrovers diskutiert. Ist es das tatsächlich etwas, worauf ich mich stürzen sollte als Unternehmung oder ist es etwas, womit ich jetzt mal mit gewisser Distanz beobachten kann? Patrick, du warst ja lange auch, ich sage jetzt mal, Unternehmer, hast ein KMU geleitet und oft als Unternehmer stellt man sich natürlich die Frage, hey, kann ich mir überhaupt leisten, jetzt hier Ressourcen reinzusetzen oder wo setze ich die entsprechenden Ressourcen und den Zeitaufwand ein? Jetzt, ist es Spielerei? Ist es mehrwertstiftend? Wie schätzt du das so ein bisschen ein, wenn wir vom Metaverse sprechen und den Möglichkeiten, die das Metaverse heute bietet? Ich glaube, wir wissen es nicht. Es ist ja nicht das erste Mal, dass das Thema auf dem Tapet ist, es hat einfach andere Namen. In den Nullerjahren war Second Life, dann um 15, 16 Pokémon Go, wo er im hybriden Umfeld unterwegs ist, ist alles wieder verschwunden. Es ist sicherlich eines der Themen, wo wir sehen, dass die großen Technologiekonzerne, Apple, Meta, ganz viel Geld investieren, weil sie entweder die führende Plattform oder das führende Device, also wie das Handy vom Steve Jobs im 07, entsprechend bauen möchten, wo sie dann eben diesen Touchpoint mit dem Konsumenten entsprechend auch besetzen können. Was wir heute sagen können, es gibt nicht das massenfähige Device und es gibt nicht die Plattform, die sich bereits entsprechend durchgesetzt hat. Wir wissen nicht, ob jemals eine kommt, wenn sie kommt in 3, 5 oder erst in 10 Jahren. Wir haben also relativ viele Unsicherheit. Jetzt konkret auf deine Frage runter. In 99,9% der Fälle würde ich einem Schweizer Unternehmen sagen,
wenn ihr 5.000, 10.000 Franken investieren wollt, um mal so eine Metaverse-Experience zu haben, dann macht's, aber keinen Franken mehr. Und ich glaube, die einzigen Unternehmen, die sich überlegen können, heute bereits etwas größere Investitionen zu tätigen, um eben auch Erfahrungen aufzubauen, sind Unternehmen in der Konsumgüterindustrie, die primär international tätig sind, seien das Uhrenindustrieunternehmen beispielsweise, die vielleicht heute damit experimentieren wollen, was in Asien in 3, 4, 5 Jahren entsprechend auch in der Realität im Alltag wird. Mhm. Aber von dem her ist es eine große Hype mit aktuell noch relativ bescheidenen Impact auf Schweizer Unternehmen. Egon, wie schätzt du das Thema ein? Also ich würde sagen, vor ein paar Monaten wäre das Voting noch anders ausgefallen. Aha. Also wir haben jetzt 1% stehen. Meine Wette wäre, dass zu Hochzeiten von der Meta-Kommunikation und so das weit oben gestanden hätte. Aber wie Patrick schon völlig richtig gesagt hat, Nummer eins, die Hardware ist einfach noch nicht da. Ist auch technisch durchaus sehr anspruchsvoll und vor allem schwierig, es kostengünstig zu machen und so zu machen, dass Menschen nicht motion sick werden. Also unsere Sinne lassen sich nicht so einfach täuschen. Und falls ja, dann geht es uns nachher nicht so gut. Und das Zweite ist, ich glaube, Augmented und Virtual Reality, they are going to stay. Das geht nicht weg. Ja, man hat es jetzt mit diesem Begriff versucht. Die großen Spieler haben jetzt ein bisschen die Prioritäten neu definiert. Sowohl Meta als auch Microsoft haben sehr stark die Investitionsströme Richtung Generative AI verschoben in den letzten Monaten. Bei Apple gibt es ganz viele Gerüchte, harren wir mal der Dinge, die da kommen. Ich glaube fest daran und ich freue mich auch auf coole Experiences, die wir in unseren Lebzeiten sicher noch erleben werden. Aber wo ich hoffe, dass es nicht passiert, dass wir dieses Metaverse kriegen, so im Sinne von einem Orwellschen Second Life, so wie manch prominente Menschen sich das vorgestellt haben. Ich hoffe, das passiert nicht. Aber was mir schwerfällt in dem Kontext, wie gesagt, ihr seid viel tiefer auch in der Technologie drin und in diesen Themen, was mir schwerfällt, so aus einer gewissen Distanz ist, wo ist der Zusammenhang zum Business? Wo ist der konkrete Zusammenhang? Wo sind die Nutzen? Und wenn wir auch jetzt sprechen von Data oder von Nachhaltigkeit, von Automatisierung, wo wir ja sehen, auch aufgrund der Fragen und Antworten, die wir bekommen haben von Zuschauern, hey, das beschäftigt, das ist ein wichtiges Thema. Wo ist da der Zusammenhang zum Metaverse? Gibt es den überhaupt? Also ich finde, den gibt es absolut. Ich würde den vor allem suchen in der Brücke zwischen digitaler und physischer Welt. Ich sage mal, in seriösen Geschäftsprozessen, die mit seriösem Geschäft zu tun haben, ich betone dieses Wort, weil ich sehr skeptisch bin, was all diese digitalen Güter angeht. Mhm. Wo es ja gigantische Rechnungen gibt, auch was dort alles abgehen kann. Man muss sich einfach vor Augen halten, das ist wie ein russisches Roulette, ein großes Spiel, wo es um die Frage geht, wie auch manch bedeutsame Investmentbanker beschreiben, ich muss einfach einen Dummen finden, der mir irgendwann mehr Geld gibt für irgendwas Abstraktes, als ich mal dafür bezahlt habe, da würde ich warnen vor. Aber im ganz Konkreten, im Umfeld von Service beispielsweise, Erklärungen von Produkten, auch im Entertainment, also ganz viele Use Cases, die auch sicherlich einen nachhaltigen wirtschaftlichen Impact haben werden, wenn mal die Hardware soweit ist. Okay, also da gibt es noch ein paar Hürden, aber du erwähnst ein Thema, das finde ich noch recht spannend. Jetzt auch Patrick und vielleicht Evangelos, beides Themen, die euch sicherlich beschäftigen, das Thema Customer Experience. Also wenn wir vom Metaverse sprechen oder auch von der Automatisierung und vor allem auch vom Thema Daten, dann ist das in meinem Kopf zumindest auch unweigerlich verbunden mit dem Thema, hey, wie können wir das nutzen, um bessere Experiences zu schaffen für unsere Kunden? Gibt es da gewisse Anhaltspunkte, gewisse Themen, die wir in diesem Kontext jetzt auch diskutieren könnten, Patrick? Ich meine, es ist noch nicht im Metaverse gewesen, aber at least im Virtual Reality. Wenn man sich beispielsweise überlegt, dass man heute ein neues Einkaufszentrum baut, verschiedene Touchpoints auch testen will, dann hat man das früher mit Bildern gemacht. Schönen Visualisierungen von Architekten, von Interior Designer, da lassen sich natürlich heute Modelle bauen, die einerseits simulieren, wie die Leute dann durch dieses Einkaufszentrum laufen, aber man kann auch selber das schon einmal virtuell erleben. Das sind so erste Möglichkeiten, wie man eben diese Technologie beginnt einzusetzen, jetzt in einem B2B-Sales-Prozess beispielsweise. Mhm. Oder? Und das würde sich natürlich auch in einem B2C-Kontext als eine Extension einer Markenerlebniskette schlussendlich auch entsprechend einsetzen. Und das zweite Themafeld ist für mich wirklich, Egon hat es etwas angesprochen, wenn wir so richtig Richtung digitale Zwillinge gehen, wenn wir analoge Prozesse
mal einmal virtualisieren, damit wir anhand von denen auch Simulationen durchführen können und nicht am lebenden Objekt entsprechend arbeiten müssen. Das wären so Anwendungsfälle, die ich mir gut vorstellen könnte, dass sie in den nächsten Jahren kommen. Welche Bedeutung haben in diesem Kontext, Evangelos, auch das Thema Daten, jetzt wirklich konkret genau in diesen Beispielen, die wir jetzt gehört haben? Also wir haben ja ziemlich viele Probleme, die ungelöst sind im Rahmen vom Metaverse. Deshalb glaube ich, ist es auch noch zu früh, um irgendwie von einem Massenprodukt zu reden. Zum Beispiel das Thema Datenspeichern im Metaverse oder Datenschutz beispielsweise. Die Avatare, die kommunizieren ja untereinander und sie generieren Daten. Das Thema ist ja noch nicht wirklich diskutiert worden, beziehungsweise ist noch nicht gelöst. Oder was machen wir eigentlich mit den Daten? Dazu kommt noch der Aspekt, dass ziemlich viele Unternehmen dran sind, mehrere Metaversen quasi zu bauen. Also irgendwo habe ich mal gelesen, über 170 Metaversen gibt es also in der Zwischenzeit. Man versucht im Prinzip mehrere Räume zu schaffen und es gibt auch keine Schnittstelle, also keine wirklich einheitliche Schnittstellen, damit eben die Avataren oder die NFTs und so weiter und so fort dann wirklich transferiert werden können über eben diese virtuellen Räume. Und aus dem Grund glaube ich auch, ich bin ja auch der gleichen Meinung, ist es noch zu früh. Es hat aber schon mal Substanz, das Ganze. Das erinnert mich ein bisschen an KI und Machine Learning. Bereits in den 80er Jahren, 90er Jahren haben wir uns ja damit auseinandergesetzt. Und damals hieß es, ja, das ist jetzt ein Spielzeug und so weiter und so fort. Allerdings, das ist nochmals gekommen, also wir haben jetzt eine Renaissance, die wir mal hier erleben. Und eben, das zeigt, wenn etwas immer wieder mal kommt, dass etwas mal Substanz hat. Spannend. Ich möchte noch schnell, bevor wir dann in die Fragerunde gehen mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, so ein bisschen die letzte Frage zum Thema dieser Trends. Wir haben jetzt wirklich diese vier Trends, also wir haben über Datenmanagement gesprochen, Nachhaltigkeit, Security, Hyperautomatisierung und auch ein bisschen das Thema Metaverse. Wo seht ihr jetzt in die Runde gefragt, wo seht ihr wirklich die größten Herausforderungen, jetzt sehr, sehr konkret, die größten Herausforderungen in diesem Kontext für Unternehmen hier in der Schweiz? Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, in die richtige Security zu investieren. Wir haben auch regulatorische Veränderungen. Es gibt jetzt neu dann Meldepflichten in diesem Umfeld. Ich würde wirklich empfehlen, weil alles andere ist sonst nichts, wenn man die Security nicht im Griff hat. Also ohne Security kannst du das den Rest rauchen, um es einfach leider, zu sagen. Leider, ja. Teilt ihr die Aussage? Oder? Oh, absolut. Ich meine, Security ist sicherlich eines der vordringlichsten Themen. Und daneben ist es für mich primär auch ein Behavior-Thema. Geld ist knapp, Experten sind knapp. Und das Schlimmste, was man als Unternehmer tun kann, ist, sich von der Angst reiben zu lassen von Beratern, also so von Leuten wie mir, oder? Ich glaube, wichtig ist, dass man für sich als Unternehmen einen klaren Plan hat, was hat Priorität und dann diese Themen auch sehr fokussiert entsprechend angeht. Evangelos, du teilst das nämlich an, oder? Ja klar, also IT-Security spielt nach wie vor also eine wichtige Rolle, und das wird es wahrscheinlich nicht gehen. Aber ich glaube, viel wichtiger aus meiner Sicht ist eben das Data-Management, klar. Man muss wirklich in diesen Bereich investieren, man muss Ordnung schaffen in den Daten, sonst passiert gar nichts in der Unternehmung. Und ich, leider muss ich sagen, es gibt immer noch Unternehmen, die halt zu wenig in diesem Bereich tun, vor allem im Quality Management, also wie kann ich wirklich die Daten so... Du sprichst von Datenqualität, gute, qualitative Daten. Richtig, genau. Okay. Also, muss man wirklich so Ordnung schaffen, also Datenqualität schaffen, die Daten müssen inhaltlich korrekt sein, weil wenn die Daten nicht stimmen, dann kann ich alles vergessen. Oder? Von dem her würde ich also vor allem also in diesen Bereich dann investieren, natürlich kombiniert eben mit... Also wenn ich das zusammenfassen kann, klaren Plan und eine Strategie, Security als die Burg, die das alles schützt und innerhalb der Burg die Daten im Griff haben und verstehen, was dann wirklich auch die wichtigen Daten sind. Absolut. Aber schauen wir doch mal schnell in unsere Runde, in die Fragerunde. Ich habe, glaube ich, ein, zwei Fragen von der Strategie, beziehungsweise, Entschuldigung, Strategie von der Regie eingeblendet bekommen. Ich würde die einfach mal
in die Runde stellen. Ihr könnt dann gerne selber auch beantworten. Wie können Unternehmen Daten nutzen, um ihre Nachhaltigkeitsleistung zu verbessern und gleichzeitig ihre Antifragilität zu stärken? Jetzt mal schnell sitzen lassen. Ich bin jetzt noch am Überlegen, was wir unter Antifragilität genau verstehen. Aber, Antifragile ist, wie soll ich sagen, wohl bekannt seit ungefähr 20 Jahren. Man versucht, Konzepte aus der Physik, ja, Elektrotechnik beispielsweise, auf Software zu übertragen, dass man eben Software-Systeme schafft, die sehr viel resilienter sind, indem sie zum Beispiel selbstverständlich darauf vorbereitet sind, dass es etwas wie Überlast geben kann, was ganz viele Systeme bis dato nicht haben. Also, und das andere ist, man kann das im betriebswirtschaftlichen Kontext interpretieren, nicht auch wieder synonym zum Thema Resilienz. Ja. Also das wäre mein Vorschlag zu dem Begriff. Ja. Lernen mit Egon. Aber eine Antwort auf die Frage? Jetzt haben wir sie ja, jetzt ist sie verschwunden. Also wir wollten die Antifragilität mit was in... Wie man Daten nutzen kann, entsprechend um die Tätigkeiten im Kontext der Nachhaltigkeit zu steigern und vor allem das Thema Antifragilität damit zu probieren, anzugehen. Okay, also ich würde sagen, es gibt existenzielle Abhängigkeiten zwischen diese beiden Themen. Wenn man Nachhaltigkeitsverbesserungen nur auf Best Guess hin tut, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich eigentlich gar nicht viel erreicht habe, versus, dass ich wirklich messen kann und verstehen kann, wo ich denn einen Nutzen stiften kann und gleichzeitig auch noch verstehe, wo dann zum Beispiel eben diese Überlasten da sind, wo ich was tun sollte, um meine Resilienz zu verbessern. Ja. Dankeschön, gute Antwort. Welche Bedeutung hat die Cloud bei den Trends und in welche Richtung sehen wir oder seht ihr die Entwicklung und die Weiterentwicklung der Cloud? Patrick, vielleicht für dich als... Die nehme ich gern und bin froh, dass Egon die vorherige Frage für mich beantwortet hat. Da wäre ich jetzt also angestanden. Nein, ich glaube, die Cloud ist gekommen, um zu bleiben. Das ist klar. Die Cloud gibt uns eigentlich zwei Möglichkeiten. Sie gibt uns Elastizität in der Skalierbarkeit, was für Unternehmen, die große Peaks haben, Endjahresverarbeiter etc. hochgradig spannend ist, und auf der anderen Seite einen sehr einfachen Zugang zu Best-in-Class-Tools, sei es im MLAI-Bereich, sei es für Datenmanagement und so weiter und so fort. Also ich glaube, die Cloud gewinnt zunehmend an Bedeutung für Unternehmen. Den Unternehmen empfehle ich wirklich, eine klare Strategie zu haben. Was wollen sie in eine Public Cloud geben, was in eine Private Cloud, was vielleicht noch On-Prem, wie es einem auch entsprechend beliebt, also dass man da relativ schnell Klarheit entwickelt, was die entsprechende Infrastrukturstrategie Way Forward ist. Dankeschön, Patrick. Erschwert die Revision der DSG das Fortschreiten bzw. Bezüglich Einsatz von Daten, Thema die Nutzung von Daten? Wird das Datenschutzgesetz hier entsprechend einen Nachteil mit sich bringen? Das ist klar. Also wenn man steht außer Frage. Wenn das alles reguliert wird, dann ist es tatsächlich so, dass man eben halt nicht so viele Möglichkeiten hat, man wird eingeschränkt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist wichtig, dass man also einen Rahmen hat, dass man eben Transparenz schafft, dass man eben auch noch Akzeptanz schafft. Kunden, die halt das nicht akzeptieren, die machen halt nicht mit. Und das ist einfach mal ein Problem der Unternehmen. Zwar wird das Thema kurzfristig, vielleicht wenn man das also jetzt betrachtet, eben den Handlungsspielraum einschränken, auf der anderen Seite aber mittelfristig schafft Akzeptanz und Transparenz. Ja, und das kommt eigentlich zugute der Unternehmen. Aber glaubt ihr, Patrick, ja, gern? Ich glaube grundsätzlich, vor allem die Unternehmen, die bereits im B2C-Kontext unterwegs gewesen sind und nicht nur Schweizer als Kunden haben, sondern auch noch mal jemanden, der über der Grenze ist, war ja schon lange mit der DVSGO entsprechend stark fokussiert. Ich glaube persönlich an zwei Dinge. Das Datenschutzgesetz schafft Klarheit, und Klarheit ist für Unternehmen grundsätzlich immer gut. Und zum Zweiten bin ich auch durchaus überzeugt, und ich bin sonst sehr ein liberaler Mensch, aber dass gerade
Klarheit und auch gewisse Restriktionen einer der entscheidenden Wettbewerbsfaktoren für Europa im internationalen Wettbewerb ist. Von dem her begrüße ich diese Initiativen sehr stark, aber strengt weil sie den Standort stärkt. Guter Punkt, aber schränkt das nicht ein, wenn wir jetzt denken an, also ich bin jetzt ein Unternehmen, ich habe diese technologischen Möglichkeiten, vor allem jetzt auch mit AI und anderen Tools, die da kommen und anderen Technologien. Ich möchte die Daten nutzen, kann aber nicht. Gibt es da gewisse Einschränkungen, jetzt auch vor allem im Vergleich zu im internationalen Bereich? Ich weiß nicht, wie stark die Regulierungen in den USA, in Asien sind, aber... Gut, USA hat eh noch einiges. In Asien ist es noch deutlich schlechter. Ich habe mich gerade neulich mit Indien beschäftigt, war mir gar nicht klar, wie wenig dort an solcher rechtlicher Basis da ist. Aber ich sehe das genauso, wie du das beschrieben hast. Kurzfristig muss man mehr investieren. Differential Privacy, Data Obfuscation und ganz viele Technologien zum Einsatz bringen, dass man am Ende eine vertrauenswürdige, nachhaltige Lösung hat, die langfristig bestehen kann und wo es dann nicht plötzlich eine große Explosion gibt, à la Cambridge Analytica und Co. Ja. War ja nochmal was, genau. Gut, nächste Frage. Ich sehe eine Gefahr des Kontrollverlustes aufgrund der Geschwindigkeit durch Hyperautomatisierung. Kann ich nachvollziehen. Auch steht für mich hier ein Zielkonflikt zum Thema Zero Trust. Was meinen wir hier dazu? Vielleicht, Egon, in deinem Kontext. Also ich kann den Zusammenhang zwischen den beiden Konzepten nicht erkennen. Ich kann gut nachvollziehen die Sorge des Kontrollverlustes. Mhm. Also Hyperautomatisierung zu tun im kontrollfreien Raum, in dem man naiv zum Beispiel auf Generative AI vertraut, da wäre ich genau dabei zu sagen, ups, das würde ich mir oft überlegen. Aber das Security-Paradigma, was mit Zero Trust verbunden ist, sehe ich eher als etwas, was das Ganze hilft einzuschränken, weil einfach dann gewisse Konstellationen per Definition, per Architektur nicht möglich sind. Aber Patrick und Evangelos, haben wir unter Umständen tatsächlich einen Kontrollverlust zu befürchten, wenn wir jetzt stärker in Richtung von hyperautomatisierten Dingen gehen? Ich glaube, grundsätzlich fördert es die Kontrolle oder die Prozess-Governance grundsätzlich, weil bevor man ja hyperautomatisieren kann, muss man zuerst einmal wissen, wie der Geschäftsprozess per se ausschaut. Also von dem her glaube ich eigentlich sehr stark daran, dass es uns hilft, more compliant, effizienter und so weiter zu werden. Selbstverständlich, wenn man dann gewisse Automatisierungsschritte geht, hat man immer gewisse Gefahren, die sich aber heute, wenn es nicht gerade generative AI ist, auch durch entsprechende Testfälle genügend mitigieren lassen. Nächste Frage, wie schätzen Sie die Bedeutung von Bug-Bounty-Programmen ein? Sollen diese rechtlich besser geschützt werden, respektive sogar gefördert werden? Auch da, Egon, schaue ich ein bisschen zu dir. Also ich würde ganz klar ja sagen. Ich glaube, also auf die zweite Frage, Bug-Bounty-Programme sind sehr wichtig. Keine Software ist perfekt. Und insofern, es wäre wünschenswert, wenn hier auch bessere Rahmen geschaffen würden. Weil zum Teil hat man natürlich auch die Issues, dass dann Dinge bekannt sind und werden sie nicht repariert oder umgekehrt. Und wenn es hier mehr so auch eine Pflicht geben würde, da tut sich der Gesetzgeber heute noch recht schwer. Da gibt es auch ganz große Interessen von den großen digitalen Giganten, die da mitspielen. Ich glaube, das wäre ein Feld, wo man für die Breite der Menschheit noch was tun könnte, um insgesamt mehr Sicherheit zu schaffen. Und mehr Akzeptanz wahrscheinlich. Absolut, auch ein Thema. Ja. Okay. Nächste Frage. Wie wird die ChatGPT-Technologie bei der Swisscom, ja, wie wird damit umgegangen? Wird dies als Lösung, als neuer Ansatz für Verbesserung von Geschäftsprozessen und Strategien berücksichtigt? Vielleicht Praktik aus deiner Perspektive. Ist das aktuell heute ein Thema, womit wir uns intensiv beschäftigen? Also meines Wissens setzen wir heute ChatGPT nirgends ein und werden es auch auf absehbare Zukunft nicht hin. Aber ganz allgemein gesagt, wir sind eine Technologiefirma. Wir tracken sehr stark, was am Markt entsprechend passiert, pilotieren auch Dinge, um herauszufinden, wie wir sie entsprechend einsetzen können. Gerade bei diesen Themen rund um Generative AI gibt es doch große Fragezeichen, auch regulatorischer Natur, Umgang mit Daten, Datenschutz und so weiter und so fort. Das sind sicherlich Themenfelder, die vielleicht in 1, 2, 3 Jahren eine Rolle spielen können, aber sicherlich nicht absehbar in den nächsten Wochen oder Monaten. Also wir beschäftigen uns damit, aber wenn, dann richtig, würde ich mal sagen. Also wir beschäftigen uns schon ein bisschen damit. Wir haben jetzt insbesondere auch ein Papier geschrieben, was wir demnächst veröffentlichen werden, was auch etwas hilft, ich sage mal, die Informationsblasen
die diesem Hype geschuldet sind, etwas einzuordnen, sowohl in der Historie als auch ihren technischen Gehalt und geben auch ein bisschen Indikation, was man denn wirklich erwarten darf und was nicht. Was man schon sagen darf ist, und ich war da jemand, der immer eine sehr klare Meinung gehabt hat zu den Grenzen von Machine Learning, diese werden immer stärker Richtung General AI verschoben. Also wir sind noch weit davon entfernt, dass Software heute an Menschen vollumfänglich simulieren kann, wie man sich das auch schon im letzten Jahrtausend überlegt hat. Aber ich würde mal sagen, wir sind jetzt angelangt bei 40, vielleicht 45%. Und das ist super eindrücklich, weil bis vor kurzem waren wir vielleicht noch bei 20. Also der Zuwachs, sag mal, an Fähigkeiten in diesen Werkzeugen ist groß. Und selbstverständlich müssen wir uns mit denen beschäftigen. Aber man darf jetzt nicht erwarten, gerade auch im Zusammenhang mit Chatbots, wie du völlig richtig gesagt hast, es wäre heute fahrlässig, wenn man so ein Stück Software die Tätigkeiten von einem Callcenter-Agent einfach ersetzen ließe. Werden sie diese stark verändern und beeinflussen? Absolut. Ja. Aber auf mittel- bis längerfristig wahrscheinlich. Genau. Ja. Gut, wir haben noch mehrere Fragen. Das ist schön. Vielen Dank dafür, by the way. Wird die ChatGPT-Technologie ein Gegner oder ein Befürworter für Security sein? Also es hat in den letzten Wochen einiges gegeben, gerade in diesem Zusammenhang. Was ist der größte Impact von Large Language Models? Und ich bevorzuge hier abstrakt zu bleiben und nicht eine spezifische Wendung rauszustreichen, ist im Context Security der folgende, dass die Informationstransparenz einfach gigantisch gestiegen ist. Und zwar leider wirkt es auf beiden Seiten, auf den Seiten der Verteidiger als auch auf der Seite der Angreifer, es ist einfach sehr viel mehr Information, sehr viel effizienter verfügbar, was gerade in diesem Turf zu unmittelbaren Handlungsanweisungen führt, wo solche Large Language Models absolut wirken. Ja. Gibt es auch gute Videos auf YouTube, kann ich nur empfehlen, das mal einzugeben. Ja. Sehr schön. Welche Entwicklungen regulatorisch gibt es unter Umständen im Horizont? Welche erwarten im Zusammenhang mit der AI in der Schweiz? Vielleicht könnt ihr dazu was sagen. Folgend dem AI Act in der EU. Du nichts. Tut mir leid, so langweilig. Ja, wir haben das ein bisschen analysiert, deswegen finde ich mich nur ein, will mich da nicht immer im Vordergrund drücken. Also es gibt eine ganze Reihe von Regulierungen seit den USA. Es gibt den DMA, den DSA, es gibt den AI Act und den Data Act. Die muss man alle ein bisschen in Kontext sehen. Die sind alle nicht perfekt. Also gibt es ganz klar viele Kritikpunkte, aber ich bin überzeugt davon, dass This is Right to Play von Europa ist, wo die Schweiz auch gut daran tut, sich anzuschließen. Genauso wie du vorhin gesagt hast, Patrick, weil wir wollen ja nicht einfach irgendeine Guerilla- oder Wild-West-Lösung haben, sondern eine, die fair und nachhaltig ist. Ja. Den gewissen Impact. Aber du erwähnst jetzt die Schweiz insbesondere. Kannst du vielleicht noch den Gedanken ausführen, warum tut die Schweiz gut daran, hier mitzuziehen und entsprechend... Naja, die wichtigsten Geschäftsbeziehungen hat man meistens zu den Ländern, wo man direkt Grenzen pflegt. Ja? Und praktisch jedes Schweizer Unternehmen hat Kunden und Kundinnen in der EU. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, zum Teil haben wir ein liberales Weltbild in der Schweiz, was ich auch vollends unterstütze, was aber manchmal etwas den Speed der Veränderung ausblendet, wenn ich unser Kartellrecht nehme. Wirklich super elastisch, also lässt unheimlich viel zu, ist eigentlich eine coole Sache, nur die Geschwindigkeit. Nicht? Es reicht dann halt nicht, wenn man auf die Ex-ante-Regulierungen schaut, was sich jetzt die EU überlegt hat, das gibt unser Recht eigentlich irgendwie schon her, nur bis dann irgendjemand sein Recht durchsetzen kann, ist so viel Zeit und so viel Geld vergangen, dass es viel zu spät ist. Also gibt es da noch ein paar Verbesserungsmöglichkeiten. Potenzial. Eine letzte Frage. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit, wie sollen KMUs oder wie können KMUs vorgehen hinsichtlich Ressourcen, Kosten, Skills? Vielleicht, Evangelos, kannst du da aus deiner Perspektive, wie gesagt, du begleitest ja auch Unternehmen, das eine oder andere hinzufügen. Ich glaube, ein wichtiger Bestandteil eben in diesem Zusammenhang ist eben der Nutzen. Oft werden Konzepte vorgestellt, aber man sieht eigentlich den Nutzen nicht. Den Nutzen wird nicht quantifiziert. Also ich plädiere immer in solche Situationen, wenn man dann zum Beispiel eben Projekte, Datenprojekte oder Security-Projekte oder was auch immer dann designt und einführen will,
Man muss im Vorfeld eben den Nutzen quantifizieren können, damit man im Prinzip eigentlich das Management entsprechend davon überzeugen kann. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Das Zweite ist eben die Datenkultur innerhalb der Unternehmung. Muss ja eine gewisse Kultur entstehen. Die Datenproduzenten oder die, wo überhaupt eben diese Tools dann einsetzen, sollen mit einbezogen werden, sodass eben aus quasi Datenproduzenten zum Beispiel Data Owners machen, dass sie einfach mal die Verantwortung mittragen können. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Und wenn uns es gelingt, wirklich die Mitarbeiter entsprechend mit einzubeziehen, den Nutzen entsprechend zu quantifizieren, da haben wir gute Karten, da können wir eben diese Konzepte einfacher umsetzen. Dankeschön. Patrick, vielleicht aus deiner Sicht, aus, sag jetzt mal, unternehmerischer Sicht, was kann man, können wir den KMUs an die Hände geben oder als Mitbringsel aus dem heutigen Tag auf dem Weg mitgeben? Ich glaube, Herr Fangelos hat es sehr gut zusammengefasst. Es braucht Fokus auf den Mehrwert, den man für das Unternehmen generiert. Der kann für die Mitarbeitenden, für die Kunden, für die Partner, für die Prozesse, für die Eigentümer sein und sich konsequent immer wieder auf diese Unternehmensstrategie zurückzubesinnen. Das ist eigentlich die Quintessenz und die IT-Strategie sollte sich daraus ableiten. Meine Herren, ich bedanke mich sehr bei euch für die Ausführungen und die Diskussion. Vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für die vielen spannenden Fragen. Ich fasse schnell zusammen. Mir sind zwei, drei Dinge heute geblieben. Das Thema Strategie, Fokus auf den Mehrwert, wie du ihn jetzt eben genannt hast, finde ich super spannend. Egon hat uns mitgegeben, die Burg oder innerhalb der Burg eben nicht allen zu vertrauen. Der Paradigmenwechsel hin zu Thema Zero Trust ist ein ganz, ganz wichtiger, womit sich Unternehmen beschäftigen sollten, auch im Hinblick auf die ganzen Veränderungen, die wir haben. Und Evangelos, das, was mir geblieben ist, auch in der Diskussion mit dir, ist wirklich diese Daten strukturieren und erstmal überhaupt verstehen, was wir denn eigentlich genau tun wollen mit diesen Daten und der Fokus natürlich auf den Nutzen. Stichwort Nutzen. Ich hoffe, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie hatten einen Nutzen von unserem Livestream zum Thema digitale Trends 2023. An dieser Stelle möchte ich Sie noch einmal kurz darauf hinweisen, dass Sie das Trendpaper und die Studie, die wir zusammen mit PAC entwickelt haben, kostenlos runterladen können. Ich bitte Sie aber auch, die Umfrage, die jetzt gegen Schluss noch eingeblendet wird, zu beantworten. Das braucht nicht viel Zeit. Das hilft uns aber extrem, diese Livestreams und diese Diskussion auch für Sie zukünftig noch besser zu machen. Und an dieser Stelle bedanke ich mich auch für Ihre Teilnahme. Wir sind fast auf eine Punktlandung gelandet bezüglich der Zeit. Meine Herren, auch euch nochmals Chapeau, vielen, vielen Dank. Danke, waren Sie dabei und ein gutes Miteinander.